So, schönen guten Nachmittag zum nächsten Vortrag, wo wir mehr über Hyperdocs und ChoiceBoards lernen werden. Ich freue mich schon. Bitte um den Vortrag. Danke. Hallo nebeneinander und es freut mich, dass ich wieder dabei bin. Also vor zwei Wochen und heute Morgen habe ich schon was vorgetragen und heute Nachmittag reden wir von diesen Hyperdocs und ChoiceBoards. Lass mich nur kurz präsentieren. Ich bin Anna Laghigna, halb Österreicherin, halb Italienerin, also praktisch keiner Nation oder Bürgerin der Welt, weiß ich nicht. Ich bin Sekundarlehrerin in einem Gymnasium in Udine in Italien, aber dieses Jahr arbeite ich hauptsächlich als pädagogischer Berater bei European School Net in Brussels. Habe ich sehr viel mit Technologien in meiner Klasse, mit meinen eigenen Schülern experimentiert, insbesondere bezüglich Digital Storytelling, kollaboratives Lernen, Inquiry-Based Learning, ICLEAR. So, wir reden heute von aktiven und kreativer Unterricht mit Hyperdocs und ChoiceBoards. Diese Hyperdocs und ChoiceBoards sind vielleicht hier in Österreich, mindestens in Italien, nicht so bekannt, aber sind in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr populär im Ausland, in Großbritannien, in den USA insbesondere. Worum geht es? Es geht um flexibles Learning, also Lernpfade, die fachliche multimediale Inhalte integrieren und die aktive Beteiligung der Lernenden fördern. Was passiert sehr oft in den Klassen, wenn sie Technologien bekommen? Also es kommen die Tablets, es kommen die Chromebooks, es kommen also Devices, aber dann, was machen wir mit diesen Devices in der Klasse? Nach der eher initiellen Begeisterung hat dann die Lehrerin oder der Lehrer ein bisschen ein Problem. Man muss die Aktivitäten so strukturieren, gestalten, damit die Kinder engagiert sind und dass sie auch mit den Devices nicht spielen oder missbrauchen und so weiter. Also was sind diese Hyperdocs? Sie werden prinzipiell mit Google Dokumenten erstellt, aber nicht nur Google, und sollten nicht als einfache Dokumente mit Links definiert werden, sondern auch nicht eine einzelne App oder eine Website. Dabei handelt es sich um interaktive Worksheets, also Arbeitsblätter, die durch integrierte Technologieunterstützung den autonomen und kooperativen Lernprozess der Schülerinnen erleichtern können. Diese drei Lehrerinnen waren wirklich von großer Inspiration für mich, aber für auch tausende Lehrer und Lehrerinnen in der Welt. Es sind drei Schriftsteller, sie haben auch ein Buch veröffentlicht, die Hyperdoc Handbook. Und seit 2020 kooperieren sie auch mit Padlet. Das ist auch unsere bevorzugten, beliebtesten Apps, das wir jeden Tag also praktisch verwenden in sehr vielen Klassen, Padlet. Und sie haben dieses Buch geschrieben, um ihre eigene Erfahrung weiterzuteilen und Beispiele von Hyperdocs und die Methodologie zu präsentieren. Hier ist ein kleines Video, ich möchte das mit euch teilen, so wie diese Hyperdocs präsentiert werden, so wie eine Brücke. So, die Methodologie sind sehr verändert sicher. Und jetzt ist ja die Lehrerin nicht nur die einzige Quelle der Information, muss auch das System adaptiert werden. Was kann ein Lehrer tun? Wir brauchen kreativ zu sein und die Kinder zu engagieren. Und auch den Kindern Voice and Choice, also eine Wahl anzubieten, dass sie ihr Lernen teilen mit den anderen Mitschülern. So, Hyperdocs können schon eine Lösung sein und sie integrieren auch 21 Century Fähigkeiten, Kompetenzen. So, das ist ein Beispiel, ein Basic-Modell von Hyperdocs.
die von diesen Lehrerinnen zur Verfügung gestellt wird. Und da finden Sie auch ein interessantes Artikel. Diese Modelle stehen allen zur Verfügung und sie können auch verarbeitet werden. Was ist eigentlich ein Hyperdoc? So ein Hyperdoc ist ein transformatives Arbeitsblatt, nicht nur einen Ersatz für eine Fotokopie. Es ist interaktiv, kann personalisiert werden, soll die Kinder engagieren, also Learning Activities anbieten, die die Kinder aktiv machen, und ein Tool, das auch die Kreativität und die Kooperation unter den Kindern, den Schülern erleichtert. Also ein interaktives Dokument von Google, aber nicht nur das, dass die traditionelle Klassenzimmerkonfiguration mit dem Lehrer auf dem Stuhl und den Übungen auf dem Schreibtisch, also ein traditionelles Lernraum, verändert und die Verantwortung für das Lernen auf den Schülern übertragt. Da auf dieser Webseite finden Sie sehr viele Informationen und auch diese Modelle. So, Hyperdocs bestehen aus einem digitalen Unterrichtsplan, aber was der Lehrer plant, wird den Kindern zur Verfügung gestellt. Also genau, diese Dokumente sind genau und ästhetisch ansprechend, bereit im Unterricht von den Schülern zu verwenden und sollten abgezielt Kinder einbeziehen und ihr Neugier wecken. Es können eine Vielzahl von Aufgaben integriert werden mit dem Einsatz von Technologien. Also Sie sollten das Schaffen, die Zusammenarbeit, das kritische Denken, Verbindungen zwischen verschiedenen Schulfächern zum Beispiel und Problem-Solving erleichtern. Hyperdocs kann man mit verschiedenen Apps von Google sowie die Präsentationen, also Slides, Google Docs, Google Forms, also Questionnaires und auch Google Maps und auch mit Google Websites. So Google Sites macht es einfach für uns Lehrer, Lehrerinnen, aber auch für die Kinder, die natürlich einen Google-Account besitzen, eine Website zu kreieren. Aber nicht nur Google, die können auch sind kompatibel auch mit Microsoft oder auch mit den Tools von Apple, die wir auf iPads zum Beispiel haben. So, warum Hyperdocs? Diese Hyperdocs bevorzugen das aktive Lernen und das Learning by Doing. Die digitalen Tools, die integriert werden, sind nicht das Ziel, nur ein Instrument, nur ein Werkzeug, aber nicht das Ziel. Manchmal können wir auch glauben, am Anfang zum Beispiel die Technologie kommt in die Schule, da muss man diese Technologie unbedingt verwenden, aber wie? Und Lehrerinnen erleichtern und leiten den Lernprozess der Schüler, indem sie interaktive Worksheets für Einzel- oder für Gruppenarbeit entwerfen. Also wir entwerfen diese Arbeitsblätter, die digital sind, mehrere Apps und Tools, Webseiten, Ressourcen, Open Resources im Internet integrieren und entwerfen Aufgaben für die Kinder, damit sie wirklich daran arbeiten können. Und auch in einer personalisierten Weg weitergehen. Also diese digitale Kreativität durch diese Hyperdocs ermutigen Schülerinnen, digitale Fähigkeiten zu entwickeln. Die Lehrerinnen gestalten die Hyperdocs mit ihrer eigenen Kreativität und integrieren eine Vielzahl von multimedialen und multimodalen Ressourcen. Nach David Jonathan, der amerikanische Pädagoge, der zum ersten Mal den Begriff vom Computer Design, vom
ja, Instructional Design einführte, er sagte, Learning with Technologies and not from Technology. So, das heißt, Technologie ist eigentlich nur ein Werkzeug, nur ein Tool. Zweck eines HyperDoc besteht darin, einen Lernpfad durch Selbstentdeckung zu erstellen. Und neben Textteilen empfiehlt sich auch viele Bilder, Videos, Icons und andere grafische Elemente, damit die Kinder sich begeistern, engagieren. Und sozusagen, man kreiert einen Faden der Ariadne, dass sie folgen können und selbstständig oder in einer Gruppe arbeiten. HyperDocs verändern die Arbeitsweise im Unterricht. Also statt einer frontalen Erklärung von der Lehrperson oder vor dieser Phase, können multimediale Inhalte zum Erkunden gegeben werden, damit die Kinder selber das Lernen entdecken. Die Schüler werden gebeten, dann die erlernten Erkenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden, indem sie die vier Cs, kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität verwenden. Das heißt, ich brauche einen Plan. Ich muss das vorplanen, ansonsten funktioniert das nicht. Im Allgemeinen, wenn man Technologie in einer Klasse verwendet. Welche Aufgaben können integriert werden? Zum Beispiel eine Mischung von Aufgaben, wie Fragen, Umfragen, kurze Texte. Oder man kann auch die Kinder bitten, einen Screenshot oder ein Foto von ihrem Smartphone oder Tablet hochzuladen, ein kurzes Video oder einen Podcast aufzunehmen, um die zu veranschaulichen, was sie gelernt haben, beziehungsweise einem Partner ein Konzept oder die Entwicklung einer Übung zu erklären. Das heißt, die Kinder selber erklären einem Mitschülern, einem Kameraden, was sie gelernt haben oder helfen dabei durch ein Video oder ein Podcast, vielleicht ein Mathe-Problem zu lösen. Oder ein originelles und kreatives digitales Produkt, um die erworbene Erkenntnisse und Fähigkeiten in einem anderen Anwendungskontext zu nutzen. Heute Morgen habe ich über Digital Storytelling schon vorgetragen. Das sind ein paar Beispiele von mir, die sind sehr basic, also sehr einfach anzufangen. Entschuldigung, ich gehe kurz zurück. Also diese zwei sind über Grammatikübungen, aber die Kinder statt einer Präsentation, einer Erklärung von mir, haben ein Präsi durchgeschaut, eine Präsentation und dann haben selber mehrere Übungen gemacht. Hier zeige ich euch ein anderes Beispiel, ein bisschen mehr herausfordernd für die Kinder. So sieht ein HyperDoc aus. Ich habe ein Template von diesen Lehrerinnen, von den HyperDocs Girls verwendet. Das ist über Gedichte. So, es ist in verschiedenen Phasen unterteilt, wie Sie das sehen. Engage, explore, explain, apply, create, share, reflect and extend. So, hier haben zum Beispiel die Schülerinnen über was Gedichte für sie selber bedeuten und haben Wörter, also diese Fragen beantworten in Think, Pair and Share und dann discussed in the classroom. Also ein Launch of der Aktivität, eine personalisierte Aufgabe. Dann haben sie hier diesen Artikel selber entdeckt und mit den anderen geteilt, was sie interessant gefunden haben. Dann hier haben sie einen Mindmap entworfen mit einem von diesen Tools über die neue Vokabeln oder auch Features von Poetry auf Englisch. Ich unterrichte Englisch.
Dann haben Sie mehr Zeit für Analyse von einem Gedicht, von diesen bekannten Dichter, also Dreams and so on. Dann haben Sie diese Guiding Questions beantworten und zusammen haben Sie dann ein Präsi zusammen erstellt. Am Ende alles dieses Prozess haben Sie auch etwas created, und zwar das I Am Poem. Das ist eine schöne Aktivität, das wir öfters gemacht haben, wieder durch einen Alpadoc, wo sie personalisieren. Also Sie müssen nur selber sagen, I am, und also hier weiter schreiben. Und davon haben Sie, hier ist ein Exempel, und dann haben Sie davon ein Video gemacht oder eine weitere Präsentation. So, hier ein anderes Beispiel von Hyperdoc. Hier ging es um eine Schreibenübung. Also hier sollten die Kinder können solche Hyperdocs zuerst kopieren. Also von da kreieren sie eine Kopie und dann können sie das noch bearbeiten und an die Lehrerin zurückgeben. Also hier sollten sie einen Brief an sie selbst schreiben. Das wurde am Valentinstag gemacht, also Liebe für sich selbst. Da haben Sie hier einige Guidelines von der Lehrerin, und dann haben Sie sich dieses Brief geschrieben, und das wurde auch durch ein Video eingeführt. Das ist ein weiteres Beispiel. Also diese Hyperdocs gibt es mehrere Vorlagen. Natürlich brauchen Sie ein Google-Konto, ein Account. Wie gesagt, können Sie das auch durch Microsoft Word erstellen. Natürlich, wenn Sie einen Google-Account haben, sind mehrere Optionen. Ich werde diese Slides auch mit Ihnen teilen, damit in der Chat werde ich teilen. So können Sie auch selber ein bisschen mit mehr Zeit durchschauen. Die sind die Modelle, die zur Verfügung stehen, aber Sie können Ihre eigenen Modelle natürlich bearbeiten oder kreieren. Da sind ein paar Beispiele von anderen Schulfächern. Das ist zum Beispiel eine virtuelle Tour durch die Vereinigten Staaten, sehr interessant. Das ist über Elektrizität und das ist über Erdkunde. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit zum Zeigen, aber hier können Sie auch weitere Links zu Beispielen für die Grundschule und Beispiele für die Gymnasium oder obere Stufe. Choice Boards sind eine andere Option. Sie werden so wie Google Docs, aber statt Google Docs mit Google Slides. Und es geht darum, den Schülern eine Wahl anzubieten. Also was ist eine Choice Board? Es ist ein grafischer Organizer, mit dem Schülerinnen, die den Schülerinnen verschiedenen Optionen. Also sie können zum Beispiel diese Seite oder diese, so wie im Trier beim Spiel. Ne? Und in der Mitte steht eine Aufgabe, die ein bisschen mehr schwierig, also schwieriger ist, und das für den Lehrer ganz wichtig ist, dass die Kinder erledigen. Also Sie müssen diese, wenn Sie Trier spielen, im Mittelpunkt steht diese Aufgabe, dass Sie auf alle Fälle erledigen müssen. Und Schüler können Elemente aus der Auswahltafel auf eine bestimmte Weise ausfüllen. Der Schwierigkeitsgrad der Aktivitäten kann variieren oder konstant bleiben. Das sind weitere Modelle, wo die Aufgaben auch von diesem Lehrer näher erklärt werden. Also Tic-Tac-Toe sagt man auf Englisch. Tic-Tac-Toe. Ich muss noch weiter. Da habe ich eine Choice Board für meine Schüler über wieder Writing Activities. Also sie könnten, nachdem sie ein Buch gelesen haben, konnten sie eine von diesen Aufgaben
auswählen. Ne? Directions, choose one box for each row in the board below to complete. Also einige Aufgaben war ein bisschen mehr strukturiert über Vokabeln zum Beispiel, andere waren mehr kreativ. Hier, ich zeige noch das, habe ich eine Slide-Präsentation, also über Passive Voice in Englisch, also Grammatik eigentlich. Und die Kinder können die Tickets zum Kino auswählen. Hinter jedem Ticket steckt eine Aktivität. Zum Beispiel hier, wenn Sie hier klicken, dann ist ein Video. Dann gehen Sie zurück und können Sie ein anderes Ticket, schauen wir mal den da, na, ist wieder dasselbe. Ja, da ist zum Beispiel eine Aktivität, Sie klicken drauf und ist ein Arbeitsblatt im Internet, das Sie durchführen können. Und so, wie, und so weiter, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. So, was passiert dann hier? Da. Ja, da, das ist ein weiteres Beispiel, wo Sie, das heißt this or that, dann könnten Sie wählen, ob Sie ein Video, ob Sie sich ein Video schauen wollten oder eine Infografik mit Slides. Also die, das Thema war immer dasselbe. Und hier hatten Sie drei Übungen. Oder diese drei Übungen und eine andere verschiedene Aufgabe. Entweder einen Brief zu schreiben an einen Freund oder ein Vocaroo, das heißt ein Podcast, ein Vocal Message für einen Freund zu schreiben. Und dann mit der Lehrerin. Hi, I'm Maria. Teilen. Hi, I'm Maria. So, ich werde jetzt euch nur ein paar Modelle von diesen. Also das ist eine weitere Idee, dass ich immer von diesen amerikanischen Lehrerinnen bekommen habe. Und zwar eine Bibliothek, eine Klassenbibliothek, eine Audiobooks-Bibliothek. Das heißt, die Kinder können auswählen. Das sind alle, zum Beispiel das hier, sie können lesen. Sie können lesen und The Happy hören. Prince by Oscar Wilde. Okay, das ist Hello, zum Beispiel this is Natasha. About and before Prince, das ist ein anderer Website, wo Sie ein Video, Audiobook hören können. Chapter 1 Sherlock Holmes. Und nachdem Sie das gemacht haben, können Sie ein Book Report, das ist ein Book Report, das ich mit einem Google Slides erstellt habe. Die Kinder können das kopieren und editieren. Sehen Sie das? Also hier sind die Fragen. Und Sie können diese English Book Report über Fiction, Ihren Namen und alles erledigen. Also, das ist ein weiteres Beispiel. Und da sind mehrere Templates. Sie können sich einfach so ein Tempel kopieren und editieren, also adaptieren zu Ihrer Klasse. Das ist noch ein weiterer Beispiel, ein Tic-Tac-Toe. Das ist mit mehreren Boxen, mit mehreren Aufgaben. Das ist ein Choice Board wieder mit 9 verschiedenen Aktivitäten. Das ist das Cinema Template. Es sind mehrere, viele Möglichkeiten. Das ist auch eine super Aktivität. Ich zeige nur noch das. Diese Gymnastik, also Sportlehrerin, während der Remote Learning, also Homeschool, hat dieses Modell zur Verfügung gestellt. Die sind die Slides Mania Templates. Das können Sie, wie Sie sehen, hier in Google Slides eröffnen oder in PowerPoint downloaden. Und hier, wenn man klickt, man fängt von da oben und wenn man hier klickt, dann ist eine Aktivität, Activity 21, Do High Knee Running. Also sie hat diese Choice Board
auch für Gymnastik gemacht. Es gibt wirklich eine, also die Qual der Wahl. Es braucht nur ein bisschen Kreativität und Fantasie in der Klasse. Und wie Sir Ken Robinson immer sagte, Kreativität ist sehr wichtig, nicht nur im Education, sondern auch als Literacy. Und Technology is not an event, it's just part of everyday learning. Also wir brauchen wirklich Technologie auch in unserem Alltagsleben. Also das war's. Hier finden Sie auch meine E-Mail und Twitter-Handle. Entschuldigung, wenn mein Deutsch nicht ganz perfekt ist, aber ja, ich habe mein Bestes versucht. Ich hoffe, es war interessant und wenn Sie Fragen haben. Der Deutsch ist auf jeden Fall perfekt. Danke. Danke, meine Oma ist sehr, also wirklich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ja, wissen Sie. Gibt es Fragen? Ja. Also, herzlichen Dank, sehe ich hier im Chat. Sie haben alles gut verstanden. Ja. Wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich die Aufzeichnung stoppen sonst.